Karfreitag war ich in einer Pastorenkonferenz in Oldenburg und wir haben eine ganz, ganz gute Zeit gehabt. In der letzten, lass uns zu unserer Bibel in 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 16 gehen. Ich wollte sagen, dass in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen haben wir viel in Johannes 1, Kapitel 16 gelesen. Da steht, und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Ich wiederhole es. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und dann nochmal, ich möchte, dass wir Kolosser, Kapitel 2, Vers 9 lesen. Da steht, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an diese Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalte ist. Diese zwei Bibelversen haben mich in den letzten Wochen ganz viel beschäftigt. Und ich freue mich, so eine Bibelvers zu lesen und zu sehen, dass in Jesus Christus haben wir Gnade und Gnade genommen. Gnade um Gnade genommen. In den englischen Bibelübersetzungen, verschiedenen Übersetzungen, sagt es so: Wir haben Segen um Segen, wir haben Gnade um Gnade, wir haben alle Fülle bekommen. Aber in diesem Bibelvers steht, und von seiner Fülle, von Jesus Christus Fülle, haben wir Gnade um Gnade genommen. Und dann in Kolosser 2, Vers 10, sagt, an diese Fülle. Wir singen gerne dieses Lied, alle Fülle ist in dir, oh Herr. Aber in Kolosser 2, Vers 9 steht, und an diese Fülle habt ihr Teil in ihm. In wem? In Jesus Christus. An diese Fülle haben wir Teil in Jesus Christus, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Habe ich immer gesagt in den letzten Wochen, dass Gott ist ein Gott der Fülle und nicht der Halbheiten. Er ist der Gott der Fülle und nicht der Halbheiten. Der Begriff Fülle Gottes will sagen, die Gesamtheit aller geistlichen, fassbaren Eigenschaften oder Aspekte Gottes. Von Erfahrung und von Gottes Wort wissen wir, dass Jesus zu uns sagt, dass er gekommen ist, um uns Leben im Überfluss zu geben. Eigentlich mein Hauptthema heute ist Segen im Überfluss. Johannes Kapitel 10, Vers 10 steht, der Dieb kommt nur um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Und Jesus spricht, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus ist gekommen, damit wir Leben im Überfluss haben. An anderen Bibelübersetzungen steht es, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Halleluja! Was freut mich, ist, dass Gott stiehlt nicht von uns. Gott tötet uns nicht. Und Gott zerstört nicht, was uns gehört. Aber er segnet uns im Überfluss. Gott segnet uns im Überfluss. Deswegen diese Bibelvers in 1. Johannes, in Johannes Kapitel 1, Vers 16 freut mich ganz viel. Es steht, dass von Jesus Fülle
haben wir Gnade um Gnade bekommen, haben wir alle Segen um Segen bekommen. Jesus gibt uns Leben in Überfluss. Die Definition von dieses Wort Überfluss ist große, über den eigentlichen Bedarf hinausgehende Menge. Über den eigentlichen Bedarf hinausgehende Mengen. Aber wie Jesus sagt, der Dieb ist gekommen, nur alles kaputt zu machen. Dieben wollen immer etwas von uns wegnehmen. Sie nehmen Dinge, die ihm nicht gehören. Der Dieb kommt nur, um zu zerstören. Zuerst stiehlt er, bringt um und schlägt dich wirklich hart. Wenn er die Wahrheit von dir klaut, weißt du nicht mehr, wie geliebt du bist. Dann kann er dich töten und zerstören. Eigentlich stehlen, töten und kaputt machen sind Worte, die der Arbeit des Teufels beschreiben. Aber Jesus kam auf diese Erde, Leben zu retten und zu geben. Halleluja. Denn die kommen, alles kaputt zu machen. Aber aus Erfahrung wissen wir, egal wo wir uns befinden, Gott ist immer da. Auch heute Morgen, wo wir uns befinden, wo du dich heute Morgen befindest, Gott ist da. Er ist da. Es gibt ein englisches Lied, der habe ich viel gesungen. God is here, God is here, Almighty God is here. Gott ist hier, Gott ist hier, der Allmächtige Gott ist hier. Amen. Normalerweise, eine von meinen Lieblingsbibelstellen ist in Matthäus 18, wo es steht, dass wo zwei oder drei in Jesus Namen versammelt sind, dann ist er da. Und ich freue mich hier, dass heute Morgen wir haben uns in Jesus Namen versammelt. Ich freue mich, dass obwohl wir ihn nicht sehen können, er ist hier. Halleluja, Gott ist hier. Aber egal, wo wir uns befinden, Gott ist immer da. Auch in schwierigen Zeiten, wenn gar nichts Gutes passiert in unser Leben, er ist da. Auch wenn wir ihn nicht sehen oder spüren, er ist da. Er ist nah. In schwierigen, schweren Zeiten, Gott ist uns ganz besonders nah. Wenn Gott uns ganz nah ist, fällt uns ganz sicher kein Segen. In seine Fülle haben wir Gnade um Gnade genommen. In Hiob 42 gibt es eine Geschichte über Gottes Überfluss, über Gottes Segen. Eigentlich in Hiob 42 gibt es eine große Zeugnis über Hiobs Leben. Normalerweise jeden vierten Sonntag im Monat ist immer unser Zeugnissonntag. Und von Anfang des Monats bis Ende des Monats, du kannst beten und erwarten, dass Gott wird dir helfen, dass Gott wird dir segnen, dass Gott dir eine Zeugnis geben wird. Werden. Und dann, am Ende des Monats, es wird offen, oder wir werden uns eine Möglichkeit geben, unser Zeugnis weiterzugeben. Aber in Hiob, Kapitel 42, Vers 12, wir sehen, dass Gott segnete Hiob im Überfluss. Gott segnete Hiob im Überfluss. Er wandte
seine Gefangenschaft und gab ihm doppelt so viel, wie er zuvor besessen hatte. Vers 12 von Hiob 42 steht: Und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Gott segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Gott möchte uns führen und er möchte uns leiten von einem Segen zu einem anderen Segen. From blessing to blessing, from faith to faith. Er möchte uns, auch wie ich schon gesagt, auch in schweren Zeiten, er möchte uns begleiten. Er möchte uns ganz besonders nahe ist. Halleluja. An einer Stelle, wo Gott spricht über Überfluss, ist in Malachi. Malachi 10, Malachi Kapitel 3, Vers 10 steht: Bring den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüf mich doch darin, spricht der Herr, der Herrscherin, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und auch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Etwas ganz interessant hier, was ich sehe. Gott sagt, dass er es fähig ist, die Fenster des Himmels zu öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß, bis zum Überfluss. In einer Bibelübersetzung steht: Bring den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüf mich doch dadurch, spricht der Herr, der Herrscherin, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschützen werden. Wow! Diese Bibelübersetzung steht es, das prüft mich, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werden. Wir können euch erinnern, am Anfang habe ich gesagt, dass unser Gott ist kein Gott der Halbheit, es ist ein Gott der Fülle. Und wie er sagt, dass er fähig ist, die Fenster des Himmels zu öffnen und uns Segen in überreicher Fülle herabschütten zu werden. Dieser Bibelvers, hier geht es um den Zehnten. Wenn wir Gottes Wort lesen, wir sehen, Gott hat das Gebot gegeben, dass jeder Glaubige den zehnten Teil seiner Einkommen für Gottes Dienst abgeben sollen. Und Gott versprach großen Segen. Ja, man sollte ihn auf die Probe stellen. Und die Schleusen des Himmels will er öffnen und Segen im Übermaß herabschüttern. Immer wieder ist zu hören, dass Christen den Zehnten geben sollen. Die Frage, ob Christen von ihrem Vermögen oder Einkommen mindestens den Zehnten dem Herrn geben müssen, zum Beispiel über die wöchentliche Kollekte, hat schon viele beschäftigt. Und die Frage ist, hat Gott die Zehntenordnung im Neuen Testament geändert? Das ist ein Thema, die viele diskutieren dieses Thema. Und manche sagen, oh, Gott hat diese Zehntenordnung im Neuen Testament geändert. Aber wenn wir Gottes Wort lesen, sehen wir, er sagt, wissen ihr nicht, dass die da offern vom Opfer essen und die am Altar dienen, vom Altar genießen? So hat auch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkündigen soll, sich vom Evangelium nähren. Das ist in 1. Korinther, Kapitel 9, Vers 13 bis 14.
Aber wenn wir unsere Bibel studieren und richtig lesen und Gott beten, dass er uns leitet, dass er sich zu uns offenbart, werden wir sein Wort richtig verstehen. Der Herr selbst hat angeordnet, dass die Sentenordnung auch in der neutestamentlichen Zeit unverändert bleibt. Gott gehört das Ganze. Denn von ihm kommt alles. Er hat uns das geschenkt, was ihm ohnehin gehört. Ihm gehört alles. Ich weiß, dass viele Christen spenden regelmäßig etwas von ihren Einkommen. Sie stellen damit einen Teil dessen, was Gott ihnen gibt, ihm wieder zur Verfügung und bringen zum Ausdruck, dass sie ihm auch in finanzieller Hinsicht vertrauen. Gott hat uns auch unser Geld anvertraut, damit wir gute Verwalter sind. Gott hat den Himmel und die Erde geschaffen und er ist der Eigentümer der ganzen Erde. Nach der Schöpfung, Gott hat den Menschen Vollmacht über die Erde gegeben. Er gab ihnen den Auftrag, sie zu bebauen und zu bewahren. Lesen wir in 1. Mose Kapitel 2, Vers 15 von Luther Bibel Übersetzung. Lass uns unsere Bibel da aufschlagen. 1. Mose Kapitel 2, Vers 15. Da steht, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass im Garten Eden lebte Adam und Eva in engen Gemeinschaft mit Gott. Und Gott hat ihm Vollmacht und Autorität über den Garten Eden gegeben. Aber Adam hat die Vollmacht, die Gott ihm gegeben hat, an den Teufel verschenkt. 1. Mose 3, 6 bis 7 steht, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen waren und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihren Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Das war ein ganz großer Fehler. Warum? Weil die Arbeit von Teufel, wie wir schon von Jesus in Johannes 10,10 gelesen haben, ist, die Arbeit von der Teufel ist, nicht zu bebauen und bewahren, sondern alles kaputt zu machen, zu stellen, zu töten und kaputt zu machen. Es ist nicht Gott, der dein Leben kaputt macht oder dir Krankheit gibt und so weiter. Es ist der Teufel. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, euch Leben im Überfluss zu geben. Jesus ist der Lebensgeber und er hat das Leben. Er gab sein Leben von uns, damit wir Leben haben. Er gab sein Leben vor uns, damit wir Leben haben. Nicht nur ewiges Leben im Himmel, sondern auch schon hier auf der Erde. Eigentlich am Anfang
war es Gottes Plan, dass Menschen im dass Menschen Leben im Überfluss haben. Dass man lebt, ohne zu sterben. Ursprünglich war das war Gottes Plan, dass man lebt, ohne zu sterben. Aber nach dem Sündenfall wusste Gott, wenn Adam und Eva ewiges Leben in Sünden haben, dann sind sie ewig von Gott getrennt. In 1. Mose, Kapitel 3, 22 bis 24 steht: Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes von Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden den Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewahren. Hier wir sehen, diese Bibelstelle spricht über Cherubim. Cherubim, das sind die himmlischen Wachposten. Aber warum machte Gott das? Weil er wüsste, wenn Adam und Eva ihre Hand ausstrecken und auch von dem Baum des Lebens nehmen und essen, dann würde sie ewig in Sünde leben. Das ist ein Leben ohne Gottes Segen in uns. Ich bin Gott sehr dankbar. Ich wiederhole, ich bin Gott sehr dankbar. Warum? Er hatte einen Plan zur Rettung. Gott ist nie planlos. Er hat immer einen Plan. Auch wenn wir uns in Schwierigkeiten befinden, Gott hat immer einen Plan. In dieser Situation, er hatte einen Plan zur Rettung. Und Gott hat Jesus geschickt, um uns Leben und Vollmacht zurückzugeben, die wir durch den Sündenfall von Adam und Eva verloren haben. Wer an Jesus Christus glaubt, bekommt ewiges Leben, aber noch mehr. Er bekommt zurück diese Vollmacht, der unser Feind zu uns genommen hat. Halleluja. Lass uns nochmal Kolosser 2, 9 bis 10 lesen. Da steht: In Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Warum singen wir dieses Lied? Alle Fülle ist in dir, o Herr. Aber Vers 10 steht auch: Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Kannst du dir das vorstellen? Und ihr habt an dieser göttlichen Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Wow. Das ist eine kraftvolle Bibelstelle. Und ihr habt an dieser göttlichen Fülle teil. Warum? Weil ihr mit Christus verbunden seid. Johannes 1,16 sagt: In der Fülle von Jesus Christus haben wir Gnade um
Gnade bekommen. Wir haben wir alle Segen um Segen bekommen. Alle Gnade um Gnade bekommen. Aber in Kolosser steht es, und ihr habt an dieser göttlichen Fülle teil. Eigentlich, das ist unser Erbe als Christen. Wir haben teil. Wow. Halleluja. Es ist wichtig zu wissen, dass alles, was wir besitzen, gehört dem Herrn. Wir gehören dem Herrn auf mehrfache Weise. Er ist unser Schöpfer, er ist unser Erhalter, er ist unser Retter und so weiter und so weiter. Er ist unser Alle. Alles, was wir besitzen, ob Geld, Auto, Haus, Erbpatina, Kinder, Beruf, Begabung und Fähigkeiten und so weiter, gehört ihm. Alle gehört ihm. Er hat uns diese Dinge anvertrauen, damit wir gute Verwalter sind. Aber gehören tut ihm alles, was wir besitzen. Er ist der Eigentümer. Gott ist der Eigentümer von meinem Leben. Gott ist der Eigentümer von deinem Leben. Alles, was du hast, gehört ihm. Und Paulus sagt etwas interessant. In 1. Korinther 4, 7. Er sagt, was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was tust du nicht, als hättest du es nicht empfangen? In einer Bibelübersetzung steht es, woher nimmst du dir das Recht dazu? Bist du etwas Besonderes? Alles, was du besitzt, hat Gott dir doch geschenkt. Hat er dir aber alles geschenkt, wie kannst du dann damit prahlen, als wäre es dein eigenes Verdienst? Wir Menschen brauchen es, gelobt zu werden. Das ist auch gut so. Aber sagt Paulus nicht genau das Gegenteil hier im Brief an die Korinther? Paulus sagt hier gar nicht über das Loben. Er spricht von Rühmen. Hier geht es ums Prahlen und Überheblichkeit. Darum, dass man besser ist als der oder der anderen. Paulus sagt gleichsam, bleib auf dem Teppich, hebe nicht auf. Wir alle sind Beschenkte. Alles, was wir sind und haben, kommt von Gott. Alles, was wir sind und alles, was wir haben, kommt von Gott. Er hat uns gemacht und er hat uns auch begabt. Gott hat uns gemacht und er hat uns auch begabt. Uns, an uns liegt es nun, diese Gaben auszubauen und einzusetzen. Und wenn wir das tun, dann darf man uns auch dafür loben. Paulus spricht hier gegen eine Haltung, die sich so gibt, als wäre alles unser Verdienst. In anderen Worten, wir können nicht sagen, oh, schau mir an, ich habe das alles verdient. Ich kann gut planen, das ist meine verdient. Ich bin gesund, das ist meine verdient. Ich bin klug, das ist meine verdient. Nein, Gott hat uns alles gegeben. Er hat uns alles geschenkt. Wichtig ist es, immer zu wissen, wem ich alles zu verdanken habe. Aber nicht hast du, dass du nicht empfangen hast. Ihm gehört dein Lob.
Gott gehört dein Lob. Gott gehört dein Lob. Lass uns nochmal zu unserer Bibelstelle gehen und lass uns nochmal lesen. Johannes Kapitel 1, Vers 16. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Einer von den Definitionen für dieses Wort Gnade ist etwas, das du nicht verdient hast. Du hast es nicht verdient. Es ist etwas, der dir geschenkt ist. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen. Gnade um Gnade. Von Jesus Fülle haben wir alle genommen. Gnade um Gnade. Segen um Segen. Kolosser Kapitel 2, Vers 9 und 10 steht es: Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an diese Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an diese Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Halleluja. Lasst uns einfach zu Gott gehen und beten. Halleluja. Herr, ich danke dir ganz viel von meinem Herzen. Wir danken dir, dass alle Fülle ist in dir, oh Herr. Und wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diese Offenbarung, dass in Jesus Christus haben wir alle von seiner Fülle haben wir alle Gnade um Gnade genommen. Gnade um Gnade, Segen um Segen haben wir alle bekommen. Ich danke dir auch für dein Wort, dass durch Jesus Christus haben wir Teil von dieser göttlichen Fülle. Halleluja. In Jesus Christus haben wir Teil. Ich danke dir, Herr, dass du uns qualifiziert, Leben im Überfluss zu bekommen, Segen im Überfluss zu bekommen. Herr, das ist nur ein Anfang. Wir beten, dass du dich weiter zu uns in diese Richtung offenbart. Dass wir werden mehr Offenbarung über deine Fülle bekommen. Ich bitte auch, dass wir werden in deine Fülle wachsen. Und ich danke dir, Herr, dass du meint uns gut. Wir haben auch gehört, oh Herr, dass alles, was wir haben, gehört dir. Du hast uns einfach geschenkt. Ich bitte, dass wir werden eine gute Verwalter sein. In jedem Bereich von unserem Leben, wir werden gute Verwalter. Wir danken dir, oh Herr. Und wir preisen dich. Wir preisen dir, oh Herr. In Jesus' Namen. Amen.